Aha. Kasim läuft dann noch vorbei. Wenn du hier stehen bleibst, wirst du sicher sterben. Also komm mit. Hör auf zu bummeln da hinten. Washashida, du musst dir immer vor Augen führen, dass du die Chance hast, die Ungeschaffenen vom Weltendiskus zu vertreiben. Es ist doch, nun, sterben tun wir alle irgendwann, aber wir kriegen auch alle unser neues Leben. Früher oder später passiert. Und ich sehe gute Chancen, dass wir hier lebend rauskommen. Er scheint anderer Meinung zu sein. Was? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, dass es Er ist ein gefährlich wenig ist. pessimistisch. Noch käseweiß im Gesicht, wahrscheinlich immer noch irgendwie so da halb stehend, so langsam vorangehend, wie nicht wirklich wollend. Ja, der ziemlich muskulöse Dünar streicht ihm mit seiner schwieligen Hand über die Wange. Keine Angst, meine Süße, ich beschütze dich. Ey, Dünner, aufpassen, und er steckt seine Hand weg. Kleine steht unter meinem Schutz. Ach ja. Ja. Gut. Ich will Unter einfach meinem nur nicht auch. in den nächsten 2 Wochen sterben, egal wie nicht. Ist jetzt Gott, ich passen stimme schon mir dann zwei gut her. Großmänner auf dich auf. Genau, ein richtiger und ein nicht so richtiger. Aber sag, Washajida, sind dir denn eigentlich deine speziellen Fähigkeiten bewusst? Ja, sie hat dir die Geschichte erzählt, dass sie eine Hexe sein soll. Naja, dann könnte Na, sie ja auch zaubern, ne? glaube nicht, dass sie eine Hexe ist. Das würde sie uns doch verraten. Aber ich habe gestern Nacht gesehen, als wir gegen diese Hexe gekämpft haben, dass Washajida sich plötzlich extrem schnell bewegt hat und nach dieser Hexe gesprungen ist. Also OT, der Zauber ist ja daneben gegangen. Also im Prinzip ist So. gar nichts passiert. Deswegen kannst du gar nichts gesehen Ja, haben. die astrale Energie hast du natürlich trotzdem in ihr gesehen. Aber ich hing doch gerade mit Hexenschuss auf dem Boden rum, das meine ich nur. Nee, vorher in der Hütte hattest du es Ja, gesehen. genau. Dass ich mich da schnell bewegt habe, das gar nicht gesehen haben, weil Genau. das weiß er nicht. Gut, dann gehe ich es anders an. Aber kann es sein, dass du Dinge kannst, die andere Menschen nicht können? Ich kann gut mit Menschen und ich bin sehr gelenkig und ich kann mich gut verstecken und anschleichen und ich kann Leute davon überzeugen, was ich, naja, was ich ihnen sagen will. Egal, ob sie es vorher geglaubt haben oder nicht. Dünner, da brauchst du gar nicht so doof grinsen. Ja, sie ist halt gelenkig, ne? Sie ist halt eine Tänzerin, aber Ja, sie kann Menschen nicht. beeinflussen, zwinkert Washaji dazu. Ja, sie lächelt dich einfach nur an, ne? Oder so. Ja, kann ich. Sie scheint überhaupt nicht zu verstehen, was ihr da meint. Kann Myra ja auch. Kasim steht da zwischendrin und sieht absolut ratlos aus. Der hat wohl keine Ahnung, was die gerade für Anspielungen machen. Ja, Oder ich scheint es einfach nicht zu Washa auch verstehen. nicht. Schulterzucken. Aber Euer gibt es denn. Gnaden, könnt ihr mal nach hier vorne kommen? Ja, bis später, Roger. Was meintet ihr denn jetzt? Wo Aber sind gibt ihr es noch so denn. halb hinterher? Aber gibt es denn vielleicht auch ein paar Dinge, die normale Menschen, Brindisi macht so Anführungszeichen, nicht können? Dann schaut sich so ein bisschen, wer hier jetzt noch alles in der Nähe steht. Also der Effa Darius ist ja gerade weg. Sie schaut dich auch Spricht auf jeden betont so Fall. an, nach Motto, nein, hier ist keiner und kommt dann auch näher an dich ran und fängt dann an, leicht zu nicken. Höchstens Kasim Ja, steht noch und. in Hörweite, aber Ja. der schaut es da nicht zu oder so. Aber ich spreche dann zu dir, dass es nicht unbedingt alle hören. Ich habe gesehen, du hast auch die astrale Kräfte in dir schlummern. Wie hast du das? Ich meine, hä? Guck dich so an, Zufall. nicht so ganz rausrücken wollen mit der Sprache. Zufall. Ich habe gestern, um diese kleine Gottesanbeterin zu verfolgen, einen Zauber gesprochen, der mir Magie sichtbar macht. Aber Und offensichtlich. du musst mir versprechen, dass du das niemandem sagst. Sonst sagen die alle, ich bin eine Hexe und dann wollen die mich verbrennen oder so. Aber von diesen hier doch niemand. Ja, Ist doch ein, aber es ist doch an sich nichts Schlimmes. Ich meine, sieh doch mich trotzdem. an. Ich kann doch auch zaubern. Ja, wir spießen nur die bösen Hexen auf. Zug zusammen, man hat echt gehofft, dass niemand zuhört und Achso, wenn ihr alleine sein wollt, dann seid ihr auch alleine. Geht nah weiter, ist okay. okay. Nun, ich weiß, dass ich ein paar Sachen kann und ich weiß aber nicht warum. Also irgendwie war das schon immer so. Mein Vater hat immer gesagt, das wäre was ganz Besonderes und das wäre ganz toll, aber ich müsste damit halt aufpassen und es gut einsetzen. Da hat er nicht ganz Unrecht. Das ist am Anfang immer so mit der magischen Kraft. Man muss sie ausbilden, um wissen, wie man sie anwendet. Aber ehrlich ist für dich.
Also sicherlich gibt es Leute, vor denen du das nicht herausprahlen solltest. Aber eigentlich macht dich das nicht zu einer bösen Hexe. Wenn du magst, vielleicht könnten wir uns abends, wenn nicht mehr so viele Ohren wach sind und Augen. Und sie blickt sich nochmal so ein bisschen verschwörerisch um. Ja, du siehst, dass Potro und Dynar über dich reden und komische Gesten in deine Richtung machen. Kasim scheint aufmerksam geworden zu sein auf euch und guckt dann zu euch. Habe ich irgendwas über Magie gehört? Ja, Brindigia nickt und... Aber sag's nicht weiter, Kasim. Was denn? Was? Wer? Wie? Rodrigo kommt dazu. Was? Nee, die sind alleine. Gerade alleine. So. Kasim, Brindigia und Pascha. Dann sitzt man vielleicht bei Potro. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, dann guckt auffordernd zu Pascha. Wenn du wirst es auch sagen können. Also, es ist schon so, dass ich bestimmte Sachen kann. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, ich kann sehr gut mit sowas wie Krankheiten oder Verletzungen umgehen. Und das Komische ist, wenn ich jemanden... Also ich habe mal einen Mann, der war ziemlich krank. Und sein letzter Wunsch war, dass eine schöne Frau ihn küsst. Und dann habe ich mir bei diesem Kuss so sehr gewünscht, dass er wieder gesund wird. Und dann habe ich ihn richtig innig geküsst. Und tatsächlich ging es ihm... danach besser. Nicht für eine lange Zeit, aber für eine Weile. Und tatsächlich haben sich die Erscheinungen seiner Vergiftung plötzlich nicht mehr so stark gezeigt. Und das war sehr merkwürdig. Und ich weiß immer noch nicht warum. Alle haben gesagt, es wäre ein Wunder, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Kasim sieht etwas nachdenklich aus. Genau das sind diese Zeichen dafür, Washajida. Wenn man sie in der Kindheit entdeckt, kann man sie fördern. Ich weiß nicht, ob das in diesem Alter noch geht. Aber vielleicht können wir ja zumindest helfen, sie bewusster anzuwenden. Aber nicht, wenn die anderen zugucken. Nicht, dass irgendwas passiert, weil irgendwas schief geht. Ah, von mir wird niemand was hören, außer dass du eine Hexe bist. Gideon zwinkert so ein bisschen. Was ist denn das Problem, was alle mit Hexen haben? Also da, außer jetzt mit der von gestern. Wo ich herkomme, ist es nicht so schlimm, aber ich habe das Gefühl gehabt, in anderen Gegenden, da sind die Leute nicht so. Gerade so ferner ab von Städten sind sie noch teilweise sehr ängstlich und abergläubisch, was sowas angeht. Ja, die Garetschas im Allgemeinen sind sehr abergläubisch. Also. Ich bin nie angegangen worden, obwohl ich selbst für einen Magier irgendwie anders bin. Wisst ihr? Ich beug mich mal nach vorne zu euch nochmal ein bisschen, sodass nur ihr mich hören könnt. Wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann kommen so richtig lange Krallen aus meinen Händen. Ich kenne jemanden, der das auch kann. Ja, okay. Ja. Es ist ein kleines Mädchen. Vielleicht 7, höchstens eher 6 Winter alt. Sie lebt bei uns auf Draconia und sie ist doch dort geboren. Und wenn sie wütend wird, dann werden ihre Fingernägel zu langen Holzdornen. So ähnlich. Ihm scheint ein Licht aufzugehen. Gab es in deiner Erbfolge Personen, die zaubern konnten? Oder Wesen, die zaubern konnten? Vielleicht einen Djinn? Ich weiß nicht so genau. Meine Mutter hat mich nach der Geburt direkt meinem Vater mitgegeben und ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Und meine Großeltern kenne ich auch nicht. Mein Papa kann sowas nicht. Aber der findet das total toll und der hat auch immer gesagt, wir sollen das mal üben, wenn wir heimlich irgendwo waren. Aber dann habe ich ihm einmal richtig wehgetan mit diesem Krallen. Ich wollte es gar nicht, aber ich war irgendwie sauer und danach habe ich es nicht mehr versucht. Das ist aber der falsche Weg, Washajida. Wir werden dir sicherlich beibringen können, dass du es nutzen kannst, wenn du es brauchst. Und es nicht hervorschießt, wenn du es nicht brauchst. Das ist eine Sache des Innings. Das schaffst du mit Sicherheit. Na gut, dann
Wenn auf eure Verantwortung. Einfach neu aus. Ei. Was war das denn gerade, bitteschön? Ihr seid hier, um den Leuten Mut zu machen, nicht um sie daran zu erinnern, dass wir in 2 Wochen vermutlich alle tot sind. Ja, aber ich will die Kleine doch noch nicht anlügen. Soll sie nicht anlügen? Soll sie nur nicht unbedingt mit der harten Realität konfrontieren, wann immer möglich? Na, ich glaube aber, wenn sie der harten Realität dann ins Auge blickt, dann ist es auch ganz gut, wenn sie schon drauf vorbereitet ist. Ich meine, ja, sie ist ein kleines Mädchen, aber die ist auch keine 16 mehr. Ja, aber sie gehört nun mal nicht zu, gestikuliert zur restlichen Reisegesellschaft, zu uns. Wir wissen, auf was wir uns eingelassen haben und wir kennen die Risiken, mit denen wir hier sind. Die Frau haben wir einfach nur im Dschungel aufgegabelt. Niemand hat ihr wirklich gesagt, wie gefährlich die ganze Sache wird. Ja, aber steigern wir nicht ihre Chancen, wenn wir ihr sagen, was los ist? Nicht, wenn ihr ihr vorher den gesamten Mut zum Kämpfen austreibt. Seid einfach ein wenig feinfühliger. Ich glaube, für sie ist es halt besser, wenn sie gar nicht kämpft, sondern wenn sie in Gefahr droht, wenn sie einfach wegrennt. Wir kämpfen hier alle auf unsere eigene Weise. Das ist halt nicht jeder ein Ritter wie du oder Krieger seid oder stattlich gebaut wie ich. Na, ich werde auf die Kleine aufpassen und Dynar hat sich auch in sie verguckt, glaube ich. Also nicht auch, also es ist ja schon ein schönes Ding. Du guckst nur kurz mal rüber zu Dynar und siehst, wie er sich gerade über seinen türkisen Schnauzbart fährt und den gerade mit so einem kleinen Knochenkamm glatt streicht. Wenn ihr dafür die Finger von meiner Knappin lasst, bitte sehr. Ja, von Myra will ich doch nichts. Die ist euer Problem. Ja, das ist sie allerdings. Wobei, so kleine Zickige, das... Naja, ja. Will ich gar nicht von Anfang. Alles klar. Oh, ist schon wieder so heiß. Noch nie kalt. Was machen die eigentlich mal für einen Namen Namen? Ja. Also Washer, ja. Und dann sagen die irgendwas anderes danach. Ich weiß gar nicht, was sie da reden. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie sich normale Temperaturen anfühlen. Na gut, wir sollten zusehen, dass wir vorwärts kommen. Ich hoffe mal, dass mit diesem Spinnenführer die Weiterreise deutlich schneller geht als unser alleiniges durch den Dschungel stampfen. Auch wenn ich weiß nicht, es sieht reichlich komisch aus, was er da vorne macht. Schließ mal auf zu dem, oder wie können wir mal aufschließen, zu dem Eukolizaner? Ja, der geht so ungefähr 10 Meter vor euch, damit ihr nicht in der Nähe dieser Maraske laufen müsst. Also ihr könnt da halt gerne rumwuseln. Der Eukolizaner sagt, dass Marasken normalerweise unglaublich tödlich sind und die alles angreifen. Alles. Aber in Verbindung mit diesem Eukolizaner werden auch Gruppenmitglieder nicht angegriffen. Weil er halt mit diesem Spinn sprechen kann. Dann nähern wir uns so auf 5 Meter und... Bruderschwester! Das kann ich für dich tun. Wo sind wir denn? Oder wie weit wollen wir heute noch gehen? So weit, wie ihr laufen mögt. Schaut an die herunter. Ja. Könnt ihr nicht mehr? Doch, noch eine Weile. Also ich meine, wir könnten durchaus bald mal Rast machen, nicht wahr? Der Tag gestaltet sich leicht anders. Es ist eher so, dass ihr nicht die ganzen 4 Stunden Pause durchlauft, sondern dass die Maraske durchaus dann mal 10 Minuten an einer Stelle sitzen bleibt und sich gar nicht bewegt. Oder auch mal eine halbe Stunde. Und der Eukolizaner wird sich da auch dann so gar nicht äußern, sondern der setzt sich dann einfach auf so einen abgestorbenen Baumstumpf oder irgendwas anderes, einen kleinen Felsen. Und bleibt dann daneben sitzen, sodass ihr dann immer nach und nach euch erholen könnt.
Das sind, wie gesagt, dann immer sehr, sehr merkwürdiges Laufen, dieses Spinnengetrippel. Warum machen wir jetzt diese Pause, fragt man einfach mal den Eukolitaner bei so einer Pause, wenn er sich gerade auf so einen Volksvorsprung, so einen Stein gesetzt hat. Solange wie die Spinne will. Entschuldigung, solange wie die Maraske will. Ach so, die Maraske, die Eigenart der Maraske führt uns hier durch. Wir drängen sie nicht. Nein, wir drängen sie nicht. Wir achten auf ihre Instinkte. Es könnte sein, dass wir den Wandlungsaspekten von dieser Gegend dadurch entgehen, dass wir nun verharren. Okay, ich verstehe. Es kann sich ein plötzlicher Schweißausbruch bilden, ein Kribbeln auf der Haut oder Reißen von Muskeln oder Gliedern, so etwas. Oder das Gebiet wird heiß oder kalt, dir wachsen, er deutet auf seine Finger, Krallen an den Händen, du wirst von Blitzen zerrissen, du sprichst mit Schlangenzungen, so Dinge. Nebel entsteht, deine Haut fängt an zu jucken und du willst sie dir abkratzen mit deinen Fingernägeln, du wirst plötzlich blind. Wenn es ganz schlimm ist, das ist damals, als ich mich dazu entschlossen habe, bei dem Herbern der friedlichen Schwestern zu lernen und ein Eukolizaner zu werden. Mein Bruder, er lief neben mir in dem Gebirge und nun ja, seine Haut wurde wässrig. Sie verfärbte sich, sie löste sich auf und sie verfaulte. Und lief dann einfach wie Wasser von ihm runter, bis er dann tot zusammenbrach. Das klingt ja schrecklich. Und ja, es kann sein, dass wir dieser Wandlungskraft dadurch entgehen, dass die Maraske dies intuitiv spürt. Oh, sie geht wieder weiter. Interessante Tiere. Ja, also wie gesagt, immer so 10 Minuten, vielleicht mal eine halbe Stunde. Vielleicht doch sehr schon zahle, küsst, sagt Rondrigo noch so unterwegs und läuft hinterher. Ich will diesen Tieren ja nicht trauen, aber die komischen Eigenarten der Maraskaner haben uns bis jetzt im Dschungel am Leben gehalten. Ich werde es nicht in Frage stellen. Ja, ab und zu bleibt sie dann nochmal stehen, ihr guckt dann irgendwie gerade nach oben zur grünen Sonne. Ja, schätzt so, dass es irgendwie 15, 16 Uhr ist. Und dann findet die Spinne auch ein Feld mit Pilzen, die sehr komisch gepunktet sind und fängt da dann erstmal an zu fressen. Und das ist dann auch so der Zeitpunkt, wo der Eukolizaner sagt, alles klar, dann machen wir jetzt hier eine Pause, weil das dauert länger. Und da wird dann so, ja, 3-4 Stunden gerastet. Man wird dann sich auch vielleicht hinlegen und vielleicht etwas schlafen oder so. Also die Tageszyklen sind sehr, sehr anders und verschoben, wenn man mit so einer Maraske durch die Gegend läuft. Aber anscheinend deutlich entspannter. Ja, anders. Anders entspannter. Aber es funktioniert. Also niemandem wachsen Hexenkrallen, es sei denn, Wascher sagt jetzt, sie will das haben. Nee, Wascher scheint aber deutlich nicht mehr so entspannt zu sein seit dem Gespräch mit Evanagos. Ja, Evanagos. Nadina? Also schaut sich immer wieder um, das seht ihr auch so fast ein bisschen paranoid und guckt immer und ja, scheint sich auch immer sehr hinter den beiden Männern zu halten. Man setzt sich mal über neben den Namen Nadina. Was hältst du von der neuen? Ja, die ist schon ziemlich geil, ne? Ja, vielleicht solltest du ein bisschen an einem Wortschatz arbeiten, wenn du mal drüber rutschen willst. Ja, aber ich muss ein bisschen Freundlichkeit walten lassen. Ich habe doch schon mit Potro abgestimmt, ich habe Tipps angemeldet, dann gehört die mir. Ist klar. Das heißt, die mischen sich da nicht ein. Ich habe gesehen, dass der Ferdi, der will auch seine dreckigen Griffel da nicht von lassen. Hast du schon mit ihm gesprochen? Ne, ich regel das anders. Komm, ich lass sie dir. Mach die Alte mal klar. Alles klar, super. Diese Blicke von den guter Mann, er klopft dir auf die Schulter. Ich gebe dir nochmal so eine Söldnerfaust, die er... Leutnant, klopft dir auf die Schulter, gibt die Söldnerfaust zurück. Jetzt zeig ich mal, dass die Alte klar machst. Es ist schon sehr eindeutig, was die alle sich da erwarten, oder? Ich meine, sie haben aufgehört, meine Knappe in Hand zu starren, also mir soll es recht sein. Ich sollte allerdings vielleicht mal mit der Frau reden. Infantarius scheint da einigen Schaden angerichtet zu haben. Ich schmeiß da einfach mal eine Menschenkenntnis. Vielleicht. Wir sind ja nicht in Städten oder so. Ja. Ich gucke lieber nochmal nach. Rodrigo fährt aber nach Osko. Alles okay bei euch?
Außer Rodrigo scheint immer in den Pausen, wenn die sowieso so lange sind, wenn er sich ein bisschen hingesetzt hat, eine Stunde ausgeruht hat, was gegessen hat, scheint er so ein bisschen immer so von Person zu Person kentabern und will immer so ein bisschen fragen, ob alles okay ist, wie die Lage ist. Er will ganz gerne gucken, also als Anführer, dass er wirklich jetzt hier Leute hat, wo jetzt hier keiner irgendwie blutige Blasen unterm Fluss mitschleppt, ohne irgendeinem Heiler Bescheid zu sagen, dass er dann irgendwie bald komplett gar nicht mehr laufen kann oder so ein Scherz. Rodrigo will da so ein bisschen auf den Busch klopfen überall und immer mal gucken, wo, ob bei allen Leuten alles soweit okay ist, unter den entsprechenden Umständen. Doch, also alle Leute haben ein mulmiges Gefühl, das liegt dann aber auch eher an der eigentlich an der allgemeinen Atmosphäre, an der Umgebung. Die grüne Sonne ist ja ungewohnt und wenn man jetzt einem alten Mann mit einer Skorpionspinne folgt, das ist ja ungewohnt. Man weiß, dass in Kasims Stab eine riesige Bestie wohnt und die neue Hexe hat wohl eine Schlange dabei. Man hat Angst vor Schlangenflüchen und man weiß wohl auch, dass Brindigian in der Nacht einen Hexenschuss hatte, dass, als er da aus dem Dschungel gehumpelt kam. Und man hat halt leicht ungutes Gefühl, aber das ist jetzt nichts, was sich körperlich äußert oder so. Es ist auch keine richtige Angst, sondern nur so ein allgemeines Unwohlsein, ne? Ich guck mal, Wascha zu, setz dich in der Pause neben sie. Und, mit dir alles okay? Was? Ja. Gut. Irgendwelche Beschwerden oder so, Blasen an den Füßen, sonst was, irgendwelche Probleme. Irgendwas, was uns im Endeffekt lange aufhalten könnte, deswegen, oder zu einem größeren Problem sich heranwachsen könnte. Lieber jetzt Bescheid sagen, als später dann, Kann ich dich mal was fragen, Rodrigo? Ich meine, warte mal. Das klingt jetzt so doof, aber ich war ja immer mit meinem Vater unterwegs. Der hat ziemlich gut auf mich aufgepasst. Aber seit ich von meiner Gruppe weg bin, beugt sich mal so ein bisschen zu dir vor. Die Männer machen so komische Gesten. Was heißt das? Ja, was? Wer macht komische Gesten? Ja, die zwei da und die, sorry, ich hab den Namen von dem NSC noch nicht drauf. Ach, Potro und Dynar, die beiden? Ja. Die beiden Söldner da vorne, die großen Stellen. Der Mann mit dem, der jetzt gerade den Bart auch gefärbt hat. Also der Dynar steht total auf dich und Potro steht wohl auch auf dich, aber die beiden haben sich wohl irgendwie geeinigt, dass Dynar jetzt hier dich wohl zuerst ansprechen darf. Ich bin mal gespannt, wer dich anspricht. Du kannst sehen, das heißt, wie du kannst auf mich. Du kannst gerade sehen, wie Dynar so total offensichtlich Rodrigo gerade zuzwinkert. Zwinker, zwinker. Ja, Rodrigo nickt ihm nur zu. Ich muss aber weitergehen, ansonsten denkt er nachher, ich grab dich an. Läuft ja alles gut hier. Gut, weitermachen. Nee, Rodrigo, warte doch mal. Ja, ich muss da zum nächsten gehen. Eure Füße sehen gut aus. Alles gut. Ich hab die nur nach Blasen versucht. Kein Thema. Hast du gar nicht. Kompliment, bleibst du bist zurückgelassen, einfach stehen, total verwirrt, dass er jetzt einfach so schnell weggeht. Gucken, was du hinterher. Man zwinkert nochmal Dynar an und geht dann sozusagen zu Ephodaios. Und Ephodaios, alles klar. Und scheint die Runde einfach weiter zu drehen. Kasim kommt mal zu Wascha. Was war denn das gerade von Rodrigo? Das ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nur was gefragt und plötzlich, ich weiß auch nicht, hat er so getan, als hätte er meine Füße untersucht, was er gar nicht hat. Und dann ist er ganz schnell weggegangen und hat irgendwie komische Zwinkergesten mit dem Mann mit dem bunten Bart gemacht. Ich will aufpassen. Also er beugt sich ein bisschen so rüber, spricht ein bisschen leiser. Ich würde mal sagen, 80% der Männer hier sind komplett geil auf dich, also... Ich hab das schon öfter gesehen, diesen Ausdruck in den Gesichtern, wenn ich tanze oder so, aber mein Vater hat immer gesagt, dass man da nichts drum geben soll und hat mich meistens weggeschoben von solchen Männern. Ja, die Männer haben sich wahrscheinlich nicht getraut, irgendetwas zu sagen, gerade weil dein Vater dabei war. Ja, es ist wirklich viel schlimmer geworden, seit ich von ihm weg bin. Ich denke... Wenn du irgendwann mit uns aufs Schiff kommst, wird das auch weniger sein. Ich meine, wenn sie sowas wie Reiherkünste wollen, dann sollen sie doch die Knappin von Jala nehmen. Das Problem ist, dass Jala sie dann nach der Länge nach aufschlitzen würde. Und ich glaube, da ist niemand besonders scharf drauf. Aber sie scheint es doch zu wollen, wenn ich... an das letzte Gespräch da am Feuer denken mit Osgo, dann... Ich werde aus dieser Myria nicht schlau. Ich hab's ja allgemein nicht so mit Menschen, aber... aus ihr werde ich überhaupt nicht schlau.
Also sie hat einen sehr schönen Körper und sie kann sich wirklich toll bewegen. Ich kann sie nur jedem empfehlen, der das möchte. Schulter mal so ein bisschen zucken. So. Ich habe gestern mit ihr getanzt. Sie ist wirklich schön und kann sich bewegen und naja. Ja, ich weiß. Ja, er schaut nochmal zu den Söldnern, aber ein Mann sollte seine Gelüste kontrollieren können. Darüber mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Ich habe schon ein paar Situationen gehabt, aber entweder haben andere sich dann geprügelt und dann konnte ich entkommen, oder Rashika hat den Rest erledigt. Und guck mal sehr stolz auf die Schlange, die gerade so ein bisschen schlummert auf der Schulter mit ihrem Kopf. Ach, immerhin muss man sich da keine Sorgen machen. Ich glaube, keiner von unseren Leuten möchte sich mit einer Giftschlange anlegen. Ja, so schlimm giftig ist sie gar nicht. Eigentlich ist es eher ein bisschen ätzend, das Gift. Aber naja, wenn sie einen beißt, dann wird es schlimm. Aber wenn sie nur spuckt, dann wird es nicht so schlimm. Ich habe solche Schlangen schon gesehen im mahanadischen Tiefland. Da war ich aber als Kind nie viel. Wo kommt ihr her? Also ursprünglich? Aus Barbarin, da wurde ich gezeugt und da war ich aber nicht besonders lange, nur, naja, bis ich nicht mehr gestillt werden musste. Dann ist mein Vater weitergezogen und dann sind wir eigentlich nur noch umhergezogen. Eine richtig feste Heimat hatte ich nie, obwohl ich Barbarin immer als meine Heimat sehe irgendwie, weil ich auch immer noch glaube, dass meine Mutter oft dort ist, auch wenn ich sie nie sehe. Barbarin. Das ist doch Aranien, oder? Er sieht zwar aus wie ein Thulamide, der hat zwar ein bisschen viel Mittelländer in der Erblinie hat, aber er scheint tatsächlich relativ wenig Ahnung von seiner Heimat zu haben. Wie weit ist das von Fasar? Ich weiß gar nicht genau, wie weit. Schon ein ganzes Stück. Wo ich herkomme. Wenn man von Fasar ein ganzes Stück nach Norden geht, tief in den Rastulswald, in einem Gebirgstal, dort bin ich aufgewachsen. Vielleicht, wenn wir irgendwann hier runter. Meine Familie waren Nomaden. Eure Familie waren Nomaden? Vielleicht könnt ihr mich mal mitnehmen dahin. Besser nicht. Warum nicht? Dort gibt es nichts mehr. Oh. Aber die Ferkinas. War eines Morgens mit den Schafen auf der Weide. Ich habe Lärm gehört. Ich bin zurückgekommen und das Lager hat gebrannt und es war niemand mehr zu sehen. Also habt ihr eure Eltern beim Feuer verloren? Nein, ich glaube, die Ferkiner haben sie mitgenommen. Ich habe sie gesucht. Bin tiefer ins Gebirge gerannt. Ich habe sie nie gefunden. Weder die Ferkiner noch meine Eltern oder irgendwen aus meiner Familie. Nur einen alten Lagerplatz. Das scheint tut etwas mir nachzudenken. Sehr leid. Ja, sie ergreift deine Hand auch und setzt sich so ein bisschen näher an dich ran und streicht dir auch so ein bisschen über den Arm. Dann wird dir wahrscheinlich wieder auffallen, dass dein Körper irgendwie kälter ist. So eine ganze Ecke. Aber sie scheint es gar nicht schlimm zu finden. Wahrscheinlich eher angenehm bei der Hitze. Ja, gut. Es gab dann eine Zeit, in der ich immer tiefer ins Gebirge gelaufen bin. In der Hoffnung, irgendwann einfach zu sterben. War Winter. Naja, aber das Schicksal hat meinen Wunsch damals nicht erfüllt.
Zum Glück. Ist doch gut, dass du hier bist. Es hat mir nur einen alten Mann mit anderthalb Schritt langen Bart geschickt. Das war meine erste Begegnung mit den Elementaristen. Das war eine sehr, sehr, sehr spezielle Person. Großmeister Iban Rach zieht oft komplett allein durch die Hochebenen des Raschlusswalls. Wirkt gerade so leicht abwesend. Ich weiß nicht, wie er völlig geschafft zu, große Augen, guck dich an. Ich weiß nicht, wie er das immer schafft, aber es kann der schlimmste Schneesturm da draußen sein. Kann faustgroße Hagelkörner vom Himmel regnen. Meterdicke Schneedecken und Großmeister Iban Rachwan kommt ohne einen einzigen Kratzer von seinen Reisen zurück. Wie gesagt, dieser Mann hat mich gefunden, halb tot, erfroren, in Hängen des Diatolam. Hat vermutlich eine Begabung erkannt, sonst hätte er mich wahrscheinlich liegen lassen. So bin ich nach Draconia gekommen. Dort habe ich meine Ausbildung genossen. Also ist er für euch, oder also ist er für dich wie ein Vater? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Die druidischen Eiselementaristen vom Konzil sind sehr abgekühlte Persönlichkeiten. Also mancher von ihnen wurde der Schule verwiesen, weil seine Ansichten sich zu nah am dämonischen Widerpart Firons entlanggeschliffen sind. Sie sind zu sich selbst unglaublich hart. Auch zu anderen und manche von ihnen vollständig gefühlskalt. Die Vaterfigur war für mich eher Großmeister die Ariarchos. Aber ich kenne niemanden am Konzil, der ihn nicht wie als seinen Vater betrachtet. Dabei lächelt er tatsächlich ein wenig. Vielleicht treffen wir ihn irgendwann. Ich glaube, die anderen würden ihn auch mögen. Das wäre sicher spannend. Ja, dafür müssten wir aber vermutlich tief in den Raschstuhlswald hinein. Das lässt sich bestimmt einrichten. Ihr wisst nicht, wie tief. Ich sage mal so, wenn wir in den nächsten zwei Wochen hier nicht, guck nochmal so zu Ephadias rüber, nicht sterben, dann können wir bestimmt danach auch andere Sachen schaffen. Das bestimmt. Aber bevor man nach Draconia kommt, muss man einen Bergketten bezwingen. Und in dieser... Keiner von uns weiß so genau, warum es passiert, aber man schläft schlechter. Alles ist viel anstrengender, obwohl es nicht mal wirklich kalt ist. Man bekommt schlecht Luft, man hat viel mehr Kopfschmerzen. Ey, Magister Kasim, ich mag dich zwar, ne, aber du musst jetzt auch da hinten aufpassen. Hier, Dynar kommt auf dich zu und seine riesige Pranke liegt auf deiner Schulter. Er drückt dich so ein bisschen von Wascher weg. Jetzt wird's sumpfig. Wir sollten ein bisschen zusammenbleiben und du musst da vorne aufpassen und das hat Anweisung vom Leutnant, ja?